können derweil ja schon mal weiterlaufen. Okay, haben wir. Nein, warte. Ich muss Minecraft neu starten. Da mache ich mal so ganz spontan. Zu viel. Sowas. Duck mich, damit ich nicht runterfalle. Das ist Hacken. Das war nicht Hacken, nein. Da. Genau. Und jetzt muss man quasi den Ausgang aus dem Labyrinth finden. Das ist ja ein tolles Labyrinth. Es also ich halte mich immer rechts. Ja, nee, das wird noch ein bisschen. Keine Sorge. Ja, wir haben ja eine Führerin. Ja, so oft laufe ich nicht durch mein eigenes Gefängnis durch. ich bin in deinem Kopf drinne. Dann geh raus. Was hast du in meinem Kopf zu suchen? Dias. Da war ein Vakuum, ich werde beinahe erstickt. Oh. Wetten, das ist wieder die Kanalisation. Genau, und ab hier ist es eigentlich eh nicht. Wo bist du lang gegangen? Links oder rechts? Weiß es nicht. Zweimal links. Ah, hier. Ich will also. Aber. Rechts. Oh Gott. So. Ich glaube, da können wir eine ganze Folge draus machen, weil ich glaube, wir kriegen das nicht in mehrere Dinge hier in eine Folge rein. Was seid ihr? Oh, ich hatte ein Lag. Hilfe? Ah, da hinten. Also, ich bin draußen. Wartet mal. Ich bin hier noch in der... Geradeaus? Ja, geht nur geradeaus. Wo jetzt lang? Links oder rechts? Hast nicht gesehen. Links oder rechts? Da hinten sieht's, ich hab keine Ahnung. Du siehst uns doch. Rechts. Okay. Ah, da. Nein, ich will da nicht lang. Nein, ich sehe euren Namen nicht. Ich bin bei Lapis Lazuli die Blöcken. Und hier ist... Na, ich hab mich verlaufen. Da, wo du nicht lang wolltest. Ihr seid verschiedene Wege. Nein, ihr seid schon richtig. Okay, ich bin jetzt bei... Fabian, da wo du sagtest mit Lava und so. Ah, den Teil musst du doch noch. Da runter? Ah, da. Hier waren wir doch schon. Genau. Oh, wir können sterben. Todesgefahr. Todeslöcher. Oh, jetzt komme ich ja wieder nicht hoch, ne? Ich bin so Held. Soll ich das mit Navi in Minecraft, würde ich mal sagen. Ihr könnt mir beim Fällen zusehen, ich komme da nicht rüber. Sehr kreativ. Besonders wenn du Fee in ein Block hohen Käfig sperrst. Ja. Das bringt. Ich muss aber sagen, die Idee ist geklaut. Das hat jemand schon vor mir gemacht, der hat damit so einen Brunnen gemacht. Und ich habe das irgendwie lustig gefunden, weil für mich waren das immer so fliegende Schweinchen irgendwie. Ein fliegendes Schweinchen. Genau. Erster, zweiter, dritter Platz. Das ist eine Vorlage gewesen für Schatzsuche-Events, was ich nebenbei noch mache. Das kopiere ich dann einfach und da. Ja. Immer diese Copy and Paste. Wenn das da hinten ein fliegendes Schweinchen ist, was ist das hier? Was denn? Das rote. Ja, es das gibt ist eine fliegende Pilzkuh. Ja, ich dachte mir eher so, man könnte vielleicht noch so in weiblich und männlich unterteilen mit rosa und rot. Oh ja, rot. Ja, ich glaube, ich hätte euch eher die rote zugeteilt. Wer ist das? Hier oben, das ist das Gästehaus. Ach so. Mit Kakaobohnen? Ja, als Laternen. Genau. Hier gibt's bestimmt auch eine Toilette. Oh mein Gott, ein Kühlschrank. Wie cool. Oh, da kann man reingehen. Ich glaube, wir dürfen nur einer den Schalter drücken. Dieser Kühlschrank kommt mir bekannt vor. Ja. Woher nur? Dieses Copy und Paste. Nicht, dass der vorher bei uns im Haus stand.
Ja, das ist jetzt eigentlich wieder der normale Weg nach oben. Hier geht's dann noch rüber. Hier habe ich eine kleine Pilzfarm und habe einen Weg noch zu meinem Nachbarn rüber gebaut. Der ist immer so lieb und schließt die Tür hier nicht ab, sodass man rüber kann. Ah, funktioniert. Der das hier sieht längst nicht so toll aus. Wow. Ja. Ein bisschen kahl. Er ist doch meins ein bisschen hübscher, oder? Ja, das ist nur so eine Mini-Pilzfarm-Zucht. Spektakuläres. Wartet. Wow. Wow. Nicht zu viel. Wahnsinn, gell? Boah, das sieht ja geil aus. Sehr romantisch. Die Tür schon aufmachen. Einfach mal die Tür wegbauen. Mal mit der Tür zuerst ins Haus fahren. Ja, das ist jetzt der normale Weg eigentlich wieder nach oben, so wie man bei der Goldtür runtergegangen wäre. Oben waren wir ja noch nicht, oder? Ja, also hier kommt man noch auf diese kleine Insel runter. Ah, das machen wir, wenn wir ganz oben sind. Nee, der Wasserstrom geht da nicht von ganz oben hin. Ach so. Aber wie gesagt, das ist nur diese kleine Aussichtsinsel. Ich höre Schafe. Wo sind hier Schafe? Ja, hier ist eins. Ja, das läuft hier die Treppe lang runter. Geh hoch. Können sie den Wasserfall in die Hölle runterschubsen? Ja, dann treffen wir es dort. Vielleicht. Aber in die Hölle mit dir. Nee, das möchte ich nicht. Das glaube ich auch noch. Ach, diese Tierschützer. Genau, und dann ist man wieder hier. Ein sehr verwinkeltes Haus. Ja, yep. Und alle anderen Wege führen dann noch irgendwie... Nach oben. Genau. Alle Wege führen zu Cassius Haus. Und mit Jesus Sabon. Genau. So. Und alleine findet man hier nicht mehr raus. Jetzt muss ich selber gucken. Kannst ja mal ein Event starten. Wir setzen die Member in deinen Keller und dann wer als erstes rausfindet. Genau, also hier oben von dem Balkon geht es halt los. Und dann kann man... Wartet, genau. Wo seid ihr hin? Oben. Oh mein Gott, da, die Mob-Arena. Ja, das ist doch ein toller Ausblick. Schaut doch cool aus. Und man sieht rechts nur Shop. Ja, bei mir sieht man nicht so viel, weil ich musste meine Render-Distance runterstellen, aber man kann es erahnen, was hier sonst noch so rumsteht. Skyline von Coruscant. Ben, kann man bei mir nachgucken. Verlinken wir. Da ist ein S und ein H. Ich glaube, das ist auch wegen Render Distance. Da ist halt noch kein Shop, da ist nur ein Sch. Ja. Der Turm da hinten, der ist besonders hübsch. Diese orange-weiße. Nein, wo ist ein orange-weiße? Ach, der da hinten. Kannst du nicht sehen, glaube ich. Nee, nur so halb. Ach, dieser mit dem Feuer oben drauf. Ja, mit dem Feuer. Oh mein Gott, das ist der kreativ. Ja, ist toll. Da würde ich gern drin wohnen. Da hat mal jemand nachgedacht. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr dann einfach den Wasserfall runter... ...arschen. Gibt's nichts mehr oben? Nö, da ist nur noch so ein kleines Mini-Schlafzimmer und ja. Also da ist jetzt nicht viel drinnen. Genau, und dann landet man hier. Schlafzimmer ist ja das Wichtigste, ne? Ja, aber... Du darfst da sowieso nicht rein. Muss ich noch ein extra schönes, großes bauen, wenn ich noch irgendwo Platz finde, im Keller unten. Im Keller. In irgendeiner kleinen Ecke. Wo geht's hier hin? Hier geht's wieder hoch in... Ach so, da, ja. Genau. Ich bin hier gerade bei der Gartenlaube. Wollte gerade fragen, irgendwer fehlt. Genau, also hier wäre noch ein kleiner Eingang vom See aus. Da könnte McGratch jetzt durch, aber ich glaube, er findet es nicht. Wartet mal, ist der offen oder ist der irgendwie... Nee, da kommt man nur von außen rein.
nochmal so ein Spannerfenster. Kann man mich dann beobachten, wie ich meine Kisten befülle. Ja, wenn ich einen Tag mal nicht da bin, stehe ich hier hin, mache Aufnahme. Ja, warte ab, was da alles dann so abgeht. Mache ich eine Folge drauf. Was läuft so in Cassius Haus? Dann im Schnelldurchlauf ab. Was wirklich in Cassius Lager passiert. Ja. Ja. Ich habe euch wiedergefunden. Wow. Ja, ich glaube, das war's jetzt so im Großen und Ganzen. Bekommen wir noch einmal Fly, damit wir von oben gucken können? Natürlich. Sehr nett. Einfach die ganze Zeit hüpfen, bis man fliegt. Ja. Ihr seid vielleicht ungeduldig. So. Warte. Ha, ich hab's. Beyond fair. So. Tschüss. So. Ja, hier können wir nochmal das Grundstück sehen. Im Vergleich zu andere Gebäude, oh, ja, die hier so rumstehen. Hm. Ein Schornstein mit Rats. In wem? Was mir sehr gut gefällt, ist, dass es genau noch im Dschungelbiom ist. Dadurch hast du die schönen grünen Blätter und das schöne grüne Gras. Ja, das stimmt. Ja. So ein Zufall, dass das Dschungelbiom genau auf deinem Grundstück liegt und genau am Rand davon aufhört. Das ist der mega kreative Turm. Ja, ich würde mal sagen, tolle Arbeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kann ich auch endlich Ratchets kennen sehen. jetzt erst am genau. Ende. Ja. Ja, da fliegen sie ja drum. Machen wir nochmal eine Nahaufnahme. Da ist er. Ja, mein Skin. Hm. Das bin ich. Mann. So, das war's dann mit der ersten Folge, würde ich mal sagen. Und mal gucken, welche Häuser wir bei der zweiten Folge haben. Ja. Denk bis noch zum mal. Nächsten Mal. Nee, wir müssen noch eine Ansage machen. Es haben sich ganz schön wenig im Forum gemeldet. Deshalb müssen wir jetzt eigene Gebäude aussuchen. Also es steht immer noch frei, eure GS oder irgendwelche GS von irgendeinem Admin oder von eurem Freund einfach mal zu posten. Ja, das wäre eine schöne Werbung, natürlich auf der Homepage, die in der Beschreibung steht. Okay, bis dann.